Hallo, zurück zu einem neuen Party Sims 4 Rags to Riches. Und guckt euch das mal an. Hier ist schon ein kleiner Babybauch. Ja, denn Ruby ist schwanger, aber ich glaube, das wisst ihr schon. Nochmal zusammengefasst. Im letzten Part haben wir uns mit Noah getroffen. Er war so lieb und hat unsere Wäsche gewaschen und uns immer wieder aufgemuntert. Und er ist generell ein super duper Freund. Ich weiß gar nicht, ob ich das im letzten Part gezeigt habe. Ich glaube nicht. Ich habe ihm unseren Wohnungsschlüssel gegeben. Das ist mir vorher nochmal aufgefallen, weil er einfach hier stand und dann wieder nach Hause gegangen ist. Deswegen ist mir eingefallen, stimmt, ich habe ja den Wohnungsschlüssel abgegeben. Und ansonsten haben wir im letzten Part gar nicht mal so viel gemacht. Wir haben uns getroffen und hatten ein schönes Date in einer Karaoke-Bar. Und haben ein bisschen zusammen getanzt romantisch und wow, Profi. Und ja, heute wollte ich einmal das Wohnmobil hier ein bisschen aufräumen. Ich würde dann auch sagen, die Ruby putzt einfach ein bisschen. Hier macht die Spinnenweben weg und sowas. Und dann räume ich das gleich ein bisschen um. Natürlich nicht zu viel. Also ich verstehe jetzt nicht viel, weil sie ist halt schwanger. Und es ist ein bisschen unrealistisch, dass eine alte, sage ich schon, dass eine Dame alleine hier alles... Was? Jäten. Nein, mach doch den Obstsalat zu Ende. Dass sie alles hier alleine umstellt. Deswegen bestellen wir nur ein bisschen was und hoffen, das ist erstmal genug Platz. Und widmen uns dann dem Blumenbinden und unserem Garten, weil wir müssen Geld verdienen für dieses Ding da drin. Da drin. Ich weiß nämlich auch nicht, ob es Mädchen oder Junge wird. Da bin ich auch gespannt, was dabei rumkommen wird. Und wir machen uns jetzt erstmal... Wow, Level 6 schon. Cool. Wir machen uns jetzt erstmal einen Obstsalat und dann... Die ist so schwanger einfach. Oh mein Gott. Und dann geht's ab an die Arbeit. Dann können die Wäsche abhängen, den Garten machen. Und ich mache hier das Innere. Aber das zeige ich euch dann, wie es dann ausschaut. Wunderbar. Du hast aufgegessen. Dann räum das mal bitte weg. Dann kannst du... das hier ablegen. Oh, wow, jemand möchte unser Blumengesteck kaufen. Ja! Ja. Sorry, wenn ich nicht auf eure Kommentare eingehe. Ich nehme den Part gerade direkt nach dem anderen auf. Mein Gott, ich komme nicht klar, wie dick ihr Bäuchlein ist. Oh mein Gott. Und ich habe noch die Mod drin von Little Miss Sam, dass der Bauch kleiner ist. Weil ich hasse diese übergroßen Bäuchleins. Aber guck doch mal. Oh mein Gott. Das ist einfach... Ruby ist einfach schwanger. Guckt euch das an! Oh, das sieht so süß aus in dem Outfit. Das steht da eigentlich voll gut, schwanger zu sein. Oh. Ja, naja. Wir werden sehen, wie unser Leben verläuft. Und vielleicht kriegen wir ja noch ein paar Kinder, aber das weiß ich noch nicht. Und ich bin echt gespannt aufs Update. Vielleicht ist es ja sogar schon draußen, wenn ich es hier gerade aufnehme. Wir haben heute den 11. Ich habe gerade den anderen Part aufgenommen und jetzt nehme ich den hier auf. Deswegen weiß ich nicht, was so abgeht. Und wir machen jetzt erstmal unseren... Ja, wir sprechen erstmal mit unseren Pflanzen. Ich möchte gern, dass du alle gießt und dass du die hier mal jätest. Gibt es nicht so ein Tool mit Gartenpflegen oder sowas? Das gab es bei Sims 3. Das fand ich sehr praktisch. Oh, was möchte sie? Mit einem Schwarm plaudern. Ja, das pinnen wir mal an und plaudern mit unserem Schwarm, den wir ja schon ewig lange kennen und immer noch einen Crush auf ihn haben. Warum auch immer. Man weiß es nicht. Oh. Ja. Also ich... habe das Gefühl, sie ist zwar immer noch traurig, aber stopp, wohin gehst du? Hallo, hast du alle gegossen? Aber ich habe das Gefühl, sie hat so ein bisschen abgefunden damit. Aber vielleicht täuscht das ja auch. Sprich mal mit der Pflanze hier und sonst jäte die mal und jäte die mal und jäte die mal. Warum hast du das denn jetzt nicht gemacht? Aber wer weiß, vielleicht kommt das ja auch am Nachmittag wieder zurück, dass es ihr wieder schlecht geht und dann heult die hier wieder rum, die Gute. Okay. Laber du mal weiter hier, ne? Tja, bist du wieder gegossen? Habe ich hier ein bisschen aufgeräumt und siehe da, also wir tun so, als hätte Ruby hier natürlich aufgeräumt. Sie hat die Spinnenweben entfernt, diese ganzen Flecken an der Wand, die waren. Also das habe ich natürlich gelassen, weil das kann man ja nicht mal eben so entfernen. Sie hat den Kühlschrank rübergestellt und ich habe die Wand verschoben, aber wir tun einfach so, als wäre die Wand schon immer da gewesen. Und wir haben hier dieses kleine Babybett-Ding hingestellt. Ich finde, das sieht eigentlich ganz cool aus, weil es sieht aus, als hätte sie es selber gebaut. Ich finde, das ist eigentlich ganz niedlich. Das ist von Tiny Travelers von House of
Naja, weiß ich nicht. Aber wenn ihr eingibt Tiny Traveler, also nicht Traveler, sondern wirklich Traveler, dann findet ihr das. Das ist sehr süß. Das ist ein Sisi. Und ja, bist du bereit? Du Baby Mommy? Ich wollte noch ein paar Blumen binden. Haben wir das schon abgeschickt hier? Noch nicht, ne? Ja, und dann können wir das versenden für 76 Simoleons. Dann machen wir das doch mal. Und danach binden wir noch. Oh, wir haben ja voll viele, die wir machen können. Oha. Alle. Achso, dann können wir uns hier einen aussuchen. Was ist das günstigste? Ja, okay. Ich glaube, die haben wir vorhin irgendwann gemacht. Wir können ja hier vielleicht Stechpalme machen. Ich glaube, das ist ganz cool. Hast du es jetzt geschickt, oder? Dann machen wir gleich die Blümchen. Und ja, ich wollte. Was wollte ich denn noch? Achso, nee. Ich wollte eigentlich erst gucken, ob wir unsere Paprika verkaufen. Okay, jetzt ist sie wieder traurig. Aber nee, können wir glaube ich noch nicht. Deswegen, zack. Wir machen dann hier nochmal Preis. Und dann gehen wir hier auf Stechpalme. Ach, guck mal, wer uns besuchen möchte. Hello, Calvin. Ja, Calvin, wir haben gerade keine Zeit. Bist du immer noch im Asylum? Oder habt ihr jetzt Freigang? Warum hast denn du immer noch so Klamotten an? Und die haben bestimmt jetzt Freigang. Ist bestimmt jetzt ein bisschen lockerer geworden, seitdem wir da ausgebrochen sind. Ja, Blobsy Power. Oh. Guck mal, wie schön sie das macht. Sie ist einfach eine Businesswoman. Okay, auch nicht. Aber wir haben Level 3. Yes, cool. Achso, ich habe gar nicht gelesen, was man da jetzt machen kann. Mensch. Okay, wir können parfümieren. Das ist toll. Das müssen wir gleich mal ausprobieren. Ich denke mal, aber parfümiert können wir die dann. Können wir die dann nicht so einfach verschicken, oder? Weil das Parfüm geht doch bestimmt halt weg. Aber das ist Sims, also wird es eh funktionieren. Gesundheit, Menschenskinder, bist du jetzt auf einmal allergisch oder was? Das geht nicht. Das ist deine Einnahmequelle. Du darfst hier nicht allergisch werden. Wow, der ist ja richtig schön geworden. Guck mal. Das sieht richtig gut aus. Wenn wir jetzt noch. Wir können es parfümieren. Okay, wir können es nicht parfümieren, weil wir haben keine Blumen da. Aber dann machen wir eine Vase und zwar, was passt denn dazu? Oh ja, eine transparente Vase. In transparente Vasen immer sehr. Was? Nein. Was? Irgendwas scheint mit der Schwangerschaft von Ruby nicht zu stimmen. Ruby wird im Krankenhaus. Ins Krankenhaus gehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Ruby hatte eine Fehlgeburt. Ich habe mich jetzt schon aufs Baby vorbereitet. Oh nein. Das Baby ist weg. Es ist ein fast fremdartiger Verlust, den Ruby empfindet. Der Verlust, der diese Schwangerschaft unglaublich schmerzhaft macht und doch real, greifbar ist. Vielleicht wird Ruby in vielleicht wird Ruby in einigen Monaten oder Jahren zurückblicken und das traurige Schicksal akzeptieren, auch wenn es kein Vergessen mehr zu geben wird. Im Moment gibt es nur eine seltsame, unausweichliche Trauer, vielleicht sogar Schuld, begründet oder nicht. Oh nein. Also irgendwie bin ich jetzt traurig. Oh nein, und Ruby irgendwie auch. Also ich glaube, das Kind war zwar ungeplant und völlig aus dem Nichts, aber irgendwie hat sie sich vielleicht doch damit abgefunden, jetzt Mutter zu werden. Vor allem, weil wir jetzt auch alles umgebaut haben. Also alles umgebaut. Es ist das nur ein Babybett, aber. Oh, sie hätte einen Sohn bekommen. Oh, nein. Oh, ich bin jetzt echt ein bisschen traurig. Irgendwie habe ich mich schon so drauf vorbereitet. Klar, wir hatten jetzt nicht so wirklich Bock drauf gehabt und es war aus Versehen und so, aber. Ja, also ich würde sagen, sie lenkt sich jetzt ab und macht noch eben die Vase hier fertig. Und dann, ja, müssen wir das ja auch Noah berichten. Oh. Was war das? Da ist jemand hingefallen. Ach, ich hätte nicht gedacht, dass sie das so mitnimmt, aber anscheinend doch, weil sie hat ja schon einen kleinen Babybauch. Ach, Manu. Ja, Leute, was sagt ihr? Sollen wir nochmal ein Baby machen? Oder sollen wir Ruby jetzt erstmal trauern lassen? Schon. Also ich würde sie natürlich erstmal trauern lassen, aber
Ich meine, klar, sie wollte kein Kind. Wenn wir jetzt ein Kind machen, dann will sie es ja natürlich wieder nicht, aber es ist ja sozusagen dann wieder gezwungen von uns aus. Aber irgendwie, ich habe mich jetzt auch schon so storytechnisch voll auf mein Baby eingestellt. Oh nein. Ja, sagt mal, wie würdet ihr das machen? Sollen wir sie dann jetzt am Wochenende altern lassen? Aber es wird auch ein doofer Geburtstag, ne? Oder sollen wir irgendwann nochmal ein Baby versuchen? Ich weiß es nicht. Also sie schickt ihm jetzt eine traurige SMS mit von wegen, ja, Noah, wenn du Zeit hast, komm mal bitte vorbei. Mir geht's nicht gut. Ich war im Krankenhaus und ja. Och Gott, oh nein. Och Gott. Er sagt, wir können zu ihm kommen. Ja, dann gehen wir zu ihm. Oh nein. Oh, Noah. So, wir dürfen rüberkommen. Oh nein. Und seine Mami ist auch schwanger. Hi, Noah. Ja, sie reißt sich jetzt gerade so ein bisschen zusammen. Wir können ihn ja hier einmal umarmen. Wo ist denn hier schon wieder umarmen? Das ist ja immer wieder irgendwo umarmen. Ja, dann lernen wir einmal seine Mama kennen und zwar fragen wir, ja, das ist echt Zeit, dass die Mutter jetzt schwanger ist. Wir zeigen ihr einfach unseren Respekt und stellen uns einfach ein bisschen vor. Ja, Ash kennen wir eigentlich schon durch die Schule, aber anscheinend kennen wir sie doch nicht. Okay, ja, dann stellen wir uns aber freundlich mal vor. Hey Noah, danke, dass du mich eingeladen hast. Ja. Hey, Mutter! So stellt man sich bei seiner Schwiegermutter vor, wenn man sie noch nicht kennt. genau, mit Ash redest du ja gerade auch. Ja, hi, hi, stell dich mal lustig vor. Ja, hi, ich sehe, sie sind schwanger. Wann kommt denn das Baby? Frag mal, wann das Baby kommt. Oh nein, warum ist Noah denn so wütend? Können wir vielleicht einfach hochgehen oder sowas? Ich möchte jetzt hier ungern im Regen stehen. Oh, die haben aber ein sehr kleines Haus dafür, dass die so viele Personen sind. Können wir reingehen vielleicht? So, sie sind jetzt hochgegangen in sein Zimmer und hier ist ein bisschen sehr dunkel, oder? Sollen wir nicht vielleicht mal die Lichter anmachen? Okay, wir können die Lichter nicht anmachen. Okay, dann lassen wir sie halt aus. Ja, aber sie muss ihm jetzt leider. Oh Gott, die Fehlgeburt verkündigen, verkünden. Ich meine, er hat es wahrscheinlich schon gesehen, dass ihr Bäuchlein kleiner ist, aber ja, er hat sie wahrscheinlich nicht gesehen. Und er ist auch noch sehr wütend. Oh nein. So, und? Oh, jetzt sagt sie es ihm, glaube ich. Aber er ist sehr wütend. Oh Gott, er ist sehr, sehr wütend. Ich glaube, er fasst das nicht so gut auf. Oh nein. Ich entschuldige mich jetzt erst dafür, dass sie total sehr. Oh Gott. Okay, er hat ganz viele Gefühlsschwankungen. Ja, ich denke mal, er hat es auch nicht so gut aufgefasst und ist jetzt natürlich auch traurig, aber er ist da, glaube ich, nicht so sehr traurig wie Ruby. Ja, aber ich meine, Ruby wohnt ja auch in dem Ganzen, ne, mit den ganzen Sachen und so. Aber was mich gerade wundert, ist Ash eigentlich seine Schwester? Ich glaube aber nicht, oder? Ich glaube nicht, dass Ash die Schwester ist, weil sie hat ihm einen Kuss zugehaucht vorhin. Ich glaube, das wird eine Schwester nicht machen. Naja, ich meine, ihr könnt ja, ihr seid ja beide jetzt ein bisschen traurig, ne? Können wir nicht uns ein bisschen gemeinsam ablenken? Geht das? Nee, können wir nicht. Ja, dann biete ihm doch mal eine Massage an, weil er ist auch ein bisschen sauer, wer weiß, was hier zu Hause vorgefallen ist. Und wir können ja einfach mal nett sein und ihn ein bisschen massieren und einfach freundlich sein dafür, dass wir die letzten Tage immer so unfreundlich waren. Ja, ich glaube, er hat es ganz okay aufgefasst. Er ist jetzt nicht so traurig, aber er ist, glaube ich, trotzdem ein bisschen traurig. Warum machen die Lichter denn nicht an? Es ist stockduster bei euch, Leute. Also, wir haben es ihm jetzt gesagt. Er hat die Nachricht ganz okay aufgefasst und bezüglich hier einziehen, ich glaube, dass. Oh. Oh. Ich glaube, das wäre aber auch nicht so gut gewesen, weil. Ach, guck, wir haben hier unten noch ein Dings. Ja, cool. Und da ist ihr Zimmer dann. Aha, was macht sie denn da? Hey, was macht die? Achso, ich glaube, die übt Schauspieler oder sowas. Okay. Wo führt das denn hin? Ach so, nach draußen, okay. Ja, gut. Ein bisschen Platz hätten wir wahrscheinlich schon gehabt, wenn wir hier unten den Keller ausgebaut hätten.
Aber ja, soweit kommt es nicht mehr. Ja, wir gehen dann, glaube ich, jetzt aber auch wieder nach Hause. Ja, danke. Danke, Noah, dass wir hierher kommen konnten. Uns geht es ein bisschen besser sogar. Aber naja, ab geht's nach Hause. So, Home Sweet Home. Bei uns ist auf einmal Sonnenschein. Wir wohnen zwar nur eine Stadt entfernt, aber bei uns ist Sonnenschein und kein Regen und sonst nichts. Aber trotzdem ist Ruby traurig. Und mit diesem traurigen Gesicht beende ich jetzt auch den Part. Ich hoffe, er hat euch trotzdem gefallen und sagt mal eure Meinung, wie wir das jetzt weitermachen sollen, was ich mit dem Babybett vor allem anstellen soll. Ich glaube, ich pack's erstmal ins Familieninventar. Dann tut sie es auch erstmal zu den Kartons und lässt die anderen Kartons aber unangerührt, also die anderen Möbel, sage ich jetzt. Weil der Schmerz natürlich immer noch ein bisschen zu groß ist. Wenn ihr eine Idee habt, wie wir das weitermachen sollen, ob wir dann doch vielleicht nochmal versuchen sollen, ein Kind zu kriegen, weil Ruby sich jetzt an das Schwangersein gewöhnt hat und vielleicht doch jetzt ein Kind möchte. Oder ob wir erstmal abwarten sollen und erstmal Geburtstag feiern sollen, vielleicht erstmal auf uns konzentrieren. Ja, sagt Bescheid, wie ihr das haben möchtet und wir gucken dann zusammen, was wir daraus machen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüssi!